Morgen, meine Lieben. Hier wird ganz fest gekuschelt. Oh, geschaut. Oh, es ist lieb. Was ist hier für ein Glutsch bei dir? Sie ist müde, aber kannst du wieder aufhören? Schau. Wie ist der Hundegeruch? Ist der schön? Wie sie es genießt. Schau. Ich hab so viel Liebe. Schau mal. Oh. Sie hat einfach so süß. Mega lieb, oder? Sie ist so süß, ja. Schau ich mal das an. Die Mama. Aber ich werde kirlich. Nein, nee. Gib mir. Nein, gib mir, das ist meiner. Hallo Babygirl. Bist du wach? Sophie. Schaut mal, wie wuffelig, muffelig die Haare sind. Warte, warte. Du, das ist ja auch schon. Hast du gut geschlafen? So, meine Lieben, jetzt bin ich ein bisschen hier in meinem Büro. Mittlerweile sind auch schon Lara und Michelle wach. Die frühstücken jetzt und ich muss ein bisschen arbeiten. Ich muss Videos schneiden und ich muss ein paar E-Mails beantworten für kommende Kooperationen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die Tage, wo ich mir so ein bisschen Social-Media-Pause genommen habe, fast nicht mehr über dieses blöde Corona nachgedacht. Weil ich finde manchmal, natürlich beschäftigt man sich sowieso mit einem Thema ganz stark, aber dann muss man auch manchmal das so hinnehmen, wie es ist und weitergehen und weiter tun, also weiter irgendwie forcieren. Und das hat ja gar keinen Sinn, wenn man wirklich ständig nur darüber nachdenkt und dann ladet man sich so mit schlechter Energie auf. Das ist ja nichts, ne? Deswegen einfach weitermachen. Ich weiß, es ist so schwer. Ich will gar nicht wissen, wie es für manche Leute ist, die schlimmer betroffen sind. Ja. Aber leider kann man da jetzt nichts machen. Wir müssen da alle zusammen durch. Deswegen ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt alle zusammenhalten und uns nicht irgendwie gegenseitig fertig machen. Weil das habe ich auch schon alles erlebt, dass wenn die Leute halt frustriert sind, dann fangen sie an, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Egal, ob es jetzt nur verbal ist oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Naja. Na gut, mein Computer fährt gerade hoch. Muss ein bisschen was arbeiten und danach schauen wir mal, melde ich mich später nochmal bei euch. So, bin fertig mit Videoschneiden. Ich exportiere gerade das Video, dann muss ich es uploaden. Und ich habe mir überlegt, weil mir das jetzt gerade beim Videoschneiden besonders aufgefallen ist, in diesem Zimmer halt es. Man hört es so ein bisschen, aber wenn man, ich finde, beim Video hört man es nochmal, also im Video hört man es nochmal extremer. Deswegen habe ich mir jetzt, borge ich mir den Teppich aus, bis ich mir natürlich selber einkaufen kann. Weil jetzt natürlich alle Geschäfte geschlossen sind und so weiter, werde ich mir jetzt den Teppich von den Mädels kurz ausborgen, habe ich mir gedacht. Okay. Ja, also, Moment. Ich glaube, farblich passt er auch gut rein. Also, mal gucken. Au! Hä? Hey. So. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann hier machen soll. Mal schauen, ob die Tür noch aufgeht. Ja. Das Problem wird jetzt auf jeden Fall mit dem Sessel sein. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Ein Teppich sollte ja grundsätzlich den Hall aus einem Zimmer rausnehmen, ne? Wir werden es dann im Vlog hören, wenn ich den dann morgen schneide. Hallo, hallo. Keine Ahnung, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Aber mal schauen, wie das dann mit dem Sessel ist. Wenn ich dann da so sitze.
Ja, es geht. Ah, es sieht schön aus, oder? Vielleicht behalte ich den dann auch und kaufe dann den Mädels einfach einen neuen. Ja, machen wir das so. Gut, mein Video ist fertig exportiert. Und ich werde es jetzt gleich uploaden für 15 Uhr. Please, was? Die Luisa hat mir jetzt gerade was erzählt. Was ist passiert, Luisa? Wer hat das schmutzig gemacht? Wer? Du? Ja. Du. Warst du schlimm? Luisa ist angezogen. Luisa, gehst du hin? Tschüss. Ja. Die Luisa und der Papa und die Lara gehen jetzt kurz in den Garten. Ich bin jetzt mit meinem Video eigentlich auch schon fast durch. Muss jetzt noch ein paar Sachen machen. Das dauert ja immer. Video schneiden ist eigentlich das kleinere Übel davon. Man muss ja dann auch uploaden, Titel, Thumbnail, das ist so, was dauert, gehört auch dazu. Und dann bin ich fertig und dann gehe ich auch ein bisschen raus mit denen. Gehen wir in den Garten? Ja. Oh. Mag er rein oder was? Machst du rein oder was machst du? Ja, gut. Er geht rein, wir gehen raus. Die ganzen Frühlingsblumen sind schon draußen bei dir, gell? Die Narzissen. Ja, aber die Tulpen hier sind voll matsch. Ich war das nicht. Ich werde hier Elektrozaun aufgehen. Oh mein Gott, wer war das denn? Das waren sicher die Hunde, oder? Ja, na, wer sonst? Kann man schaukeln? Komm, Lara. Ein bisschen frisch noch draußen. Jetzt war es die Tage so heiß und plötzlich. Aber! Was? Schmutz. Schmutz? Papa, wo ist denn dieses Sitz? Was? Zum Sitzen der Polster. Wo? In da? In die Hütte? Okay. Oh, hier ein bisschen Zeug hier drin. Wenn du da was brauchst, das kannst du vergessen. Und dann auf jeden Fall sauber machen, wenn es wieder schön draußen ist. So, die Mama hat sich jetzt ihre Chiloase gemacht. Und der Papa schaukelt die Mäuse. Ich glaube, die lieben Schaukeln, ne? Liebt ihr Schaukeln? Ui! Und ui! Was ist das denn? Ui! Also bei uns ist es schon extrem kalt, oder? Wie viel Grad hat es denn aktuell? Also mit dem Wind ist es einfach so. Bei uns hat es die Tage, wo wir nicht gefilmt haben, auch geschneit. Wann war das? Am Sonntag, oder? Hat es geschneit? Gestern auch, oder? Gestern? Nein, Sonntag, glaube ich. Ja, gestern auch. Ja, voll arg. Wenn man sich denkt, es war vor ein paar Tagen war es noch so heiß. Und Michelle, was machst du denn bei den Hühnern? Gehörst du jetzt offiziell zu den Hühnern? Komm, schwimm eine Runde. Kuschelst du mit den Enten? Und was machst du hier? Magst auch gerne? Sie gräbt ein Loch. Na, das haben die Hühner schon gegraben. Ja, aber sie macht weiter. Sie mag durch. Ah, Emmy! Papa! Nein! Sie hat weiter gegraben, die Emmy. Geh, Emmy. Bitte gebt euch das. Die Luisa hat dem Papa einen Kuchen gemacht. Sie hat Luisa, was ist das? Essen? Bravo, Schatzi. Essen, Papa, komm. Richtig essen. Nicht nur so. Nein, richtig. Mehr. Genug, ich bin schon satt. Bitte, das wäre ein Gesichtsausdruck. Ich bin schon satt. Das ist mein Gesicht, wenn ich satt bin. Oh, Babygirl.
Sie hat eine rote Nase. Wir haben jetzt übrigens ein echt cooles TikTok gedreht, oder Baba? Das machen wir jetzt täglich. Wir sind beim Mittagessen. Mittagessen, eigentlich sollte ich jetzt reingehen kochen, oder? Mm. Das hast du schon Hunger? Ja, das ist tirolische Pfanne. Papa! Papa, gib zurück. Danke, Luisa. Hast du das gekocht? Ich kann mich nicht mehr bewegen vor so viel Essen. Hopp, ganz Essen ist ausgeschüttet. Sie kann nichts mehr sehen. Aber ich gehe rein, mir ist kalt. Ich schminke mich, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich habe jetzt meine CC-Cream aufgetragen, weil ich drehe mit der Michelle heute noch ein Video. Machst du mit bei unserem Video, Papa? Papa! Ja. Frag ihn mal, ob er mitmacht. Machst du bei unserem Video mit? Ich schmink mich jetzt mal fertig und vielleicht... Ich kann mir aber schöne Locken oder die Haare ein bisschen glätten, Michelle. Oder ich glätte die Haare einfach. Ich will die Haare jetzt nämlich nicht so oft waschen, weil ich wasche meine Haare normalerweise alle 2 Tage. Und vielleicht schaffe ich es ja jetzt in dieser Zeit, wo ich ja gar keine Termine oder sonst irgendwas habe und nicht raus muss. Aber ich vlogge ja trotzdem. Aber ja, mal schauen, vielleicht schaffe ich es, dass ich mal eine ganze Woche lang die Haare nicht wasche. Vielleicht ist das super ekelhaft, aber vielleicht auch super cool. Also es ist super gut für die Haare. Deswegen, ja. Okay, aber ich laber jetzt nicht mehr viel. Ich zeige euch gleich mein fertiges Make-up. Und fertig bin ich geschminkt für mein Video. Irgendwie finde ich nur, dass die Wimpern irgendwie komisch anschauen. Das sieht irgendwie größer aus als die. Also länger. Irgendwie habe ich es wahrscheinlich falsch angeklebt. Die sind so gedrehter. Also die. Aber ich glaube, wahrscheinlich von der Ferne fällt es nicht auf. Oder? Ich sag's euch, das war so lustig. Wir haben jetzt das Video gedreht und es war lustig, aber mein Kopf tut schon weh vor dem lauter Herumgehopse. Die Michelle ist auch schon richtig platt. Die konnte aber einige Tänze. Und ich sag, aber lustig war's. Ich freue mich schon, das Video zu stellen. Ich hoffe, dass es gut geworden ist. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mir einen Kaffee machen und schon mal anfangen, das Video zu schneiden mit den TikTok-Tänzen. So, meine Lieben, ich habe jetzt ein bisschen am Video geschnitten, also ein bisschen, naja, habe doch ein bisschen länger am Video geschnitten. Ich habe gerade so Kopfschmerzen. Wieso mag auch einen Apfel? Okay. Und habe jetzt gerade ein Ibuprofen genommen und jetzt hat die Lara einen Apfel-Esswunsch geäußert. Magst du auch Apfel, Luisi Bisi? Yes, Mami. Yes, Mami. Das war schon mein Apfel und das ist mich Lieders Apfel. Wie ihr wollt. Wurscht, sind ja beide gleich groß. Ja. Mami. So, meine Lieben, bin jetzt wieder in meinem Büro, muss mein Video nämlich weiterschneiden. Die Luisa ist gerade da bei mir und gurgelt am Teppich rum. Ist das kuschelig jetzt mit dem Teppich? Die Sophie ist übrigens auch hier. Sophie! Hey, wer hat das runtergetan? Runtergefallen. Runtergefallen? Ja. Und schaut mal, wer noch da ist. Hi, Beef! Chillst du auf meinem Laptop? Beefy. Beefy! Riesige Katze. Wo ist die riesige Katze? Wo ist die riesige Katze? Hallo, Beef. Kannst du mal den Papa filmen, Luisa? Hm? Film mal den Papa. Ja. Was macht der Papa? Film mal. Ich habe echt viel gebracht. Was macht der Papa? Zeig mal mit der Kamera. Ein Edelfleisch. Oh nein! Wollt ihr mich spionieren vielleicht? Zeig mal, was du gemacht hast, während ich ein Video geschnitten habe. Ich habe heute nur gechillt. Ja, wie immer. Du bist der beste Papa. Ich schwitze aus allen Löchern. Schau. I'm here. I'm here. Und der Papa schaut sich... Noch ein Apfel. Wo ist der Luisas Apfel? Der hat den nämlich Apple. Gar nicht ausgesucht. Ich muss den Bartiger drauf, ich muss mir die Wäsche von unten drauf. Wo ist denn Luisas Äpfel? Apfel? Keine Luisa, wo ist denn dein Apfel? Wo ist dein Apfel? Der war doch hier.
Nein! Was? Der ist runtergefallen. Nein. Wie bewertet mich der Telekonferenz? Na komm, ich schneide dir noch einen. Nicht? Ja. Liebst du Äpfel? Oh, ist ja wer da drin. Muss ich doch alleine in der Küche schlafen? Ich hab Äpfel vermisst. Du hast Äpfel vermisst? Wieso denn vermisst? Ich hab noch nie Äpfel gegessen. Ah, noch nie Äpfel gegessen. Ah, ja, ja. Magst du den? 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 Okay. Äpfel soll ich ab. Hey, Mies, gib mir. Den grünen mit den gewaschenen. Gibt nichts. Wo ist er? Vielleicht drüben im Wohnzimmer, im Schlafzimmer? Ha? Na, den musst du runter. Du hast den welchen Korb raufgebracht? Es gab keinen anderen. Ich glaube, du hast den T-Shirt verkehrt herum an. Entschuldigung, ich helfe, Entschuldigung. Das müssen wir auf die Matratze wieder raufgeben, die Sachen. Ja, du darfst doch einfach oder ich muss noch. Ich habe keine Textilenergie, aber ich muss Video schneiden. Ja, schneidest du das Video und ich falte Wäsche. Was? Irgendwas in die Wäsche schmeißen. Wenn du schon da bist, kannst du gleich das da reingeben. Hi. Ich will auf meine Zombies Emmy. Schauen. Du kleine Piesgurke, raus. Raus aus meinem Büro, weil gefährlich. Bitte, hi. Dankeschön. So, meine Lieben, ich muss jetzt weiter Videos schneiden, wie das hier ausschaut, diese Ecke. Aber Studiozimmer. Jetzt habe ich endlich ein gutes Plätzchen für meine Leuchten. Ja gut, nicht so viel labern, mehr machen. Tschüss, bis später. So meine Lieben, ich stehe jetzt in der Küche, weil wir jetzt einen Hunger bekommen haben. Und ich so ein bisschen die Tiefkühllade leer räume. Und das muss jetzt irgendwie schnell gehen. Deswegen mache ich jetzt einen Reis in Monsieur Cousin, der mich so schön von unten beleuchtet, wie ihr vielleicht jetzt erkennen könnt. Das ist nämlich die da. Ja, und mache ich in Monsieur Cousin mache ich Reis. Die Lara wollte Fischstäbchen. Ich esse mit dem Patrick Gemüse mit Reis. Vielleicht esse ich auch ein, zwei Fischstäbchen. Die Michelle wollte eine Tiefkühlpizza. Wir haben nämlich noch eine. Eigentlich hätte ich auch gerne Pizza gegessen, aber wir haben nur eine. Deswegen esse ich Reis mit Gemüse. Ja, ich zeige euch mal, was wir so alles im Tiefkühler haben. Da gibt es nämlich eine Menge Gemüse und so weiter. Und ich überlege die ganze Zeit. Also ich weiß nur nicht. Das, entweder das mit Mais. Was macht ihr denn? Sehr süße Mausis. Oder das hier mit Brokkoli. Schaut auch lecker aus, oder? Aber da bräuchte ich zwei davon. So, ich glaube, ich mache das, oder? Das schaut auf jeden Fall lecker aus. Dann die Pizza für die Michelle. Eins habe ich noch, gell? Röstgemüse. Und was habe ich hier noch? Gemüse à la Creme. Okay. Ist auch was anderes. Aber ich möchte Brokkoli, deswegen nehme ich das. Das kommt jetzt weg. Und Fischstäbchen. Genau. Wenn es mal schnell gehen muss. Der Reis ist hier schon in der Lidl-Maschine, in der Monsieur Cousin. Hier am Herd habe ich schon 250 ml Mandelmilch und schon ein Paket reingetan. Ich muss aber beide reingeben. So. Und Fischstäbchen werde ich jetzt anbraten, also nicht. Zuerst wollte ich sie im Backofen machen, aber ich mache es jetzt einfach in der Pfanne. So schaut mein Essen aus. Michelle hat ihre Pizza schon fast getilgt. Papa hat eine Grießnockelsuppe, Tütensuppe Bro. Nach Wahl. Hat die Mama heute gekocht? Ja, sei froh, dass wir den Tiefkühler voll haben. Und das ist Patricks Essen. Kein Fischstäbchen? Kein veganes Fischstäbchen? Ist das reine pflanzliche Fisch? Ja, genau. Was soll das sein? Die Kinder immer mit ihrem Handtuch nicht am Henkel aufhängen. Das ist dafür gedacht, dass man es aufhängt.
So, falls eins meiner Kinder hier zuschaut. ich schmink mich jetzt ab, ich bin hundemüde. Wir haben jetzt gegessen, es kommen die Wimpern ab. Sieht immer so gruselig aus. Papa, wenn er so ekelig, wenn die Wimpern abgerissen werden. So, Wimpern ab und jetzt geht's ran an den Speck hier. Abschminken, ich lieb's. Ich bin zwar gern geschminkt, aber ich habe auch so Tage, wo ich dann überhaupt mich nicht so gern schminke. Wahrscheinlich wird morgen so einer dieser Tage sein, mal schauen. Ich schminke mich jetzt auf jeden Fall ab und werde dann ins Bett gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben, wie immer. Und wir sehen uns dann wieder morgen im morgigen Vlog. Also bis dann. Tschüss.